Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Auch diese Woche wird wieder gerungen über den richtigen Weg durch den Corona-Winter, über richtigen Infektionsschutz. Und man hat ja den Eindruck, dass angesichts von aggressiven Corona-Leugnern wie Querdenken und einer besorgt reinschauenden Kanzlerin auf der anderen Seite es nur zwei Wege gibt, nämlich leugnen oder Weihnachten allein zu Hause. Das ist falsch. Es gibt jenseits von diesen beiden Wegen auch noch einen sicheren Weg durch den Corona-Winter. Und in dieser Situation gibt es auch Stimmen, die sagen, angesichts der aggressiven Demokratiefeindlichkeit der Corona-Leugner müsste man jetzt die Corona-Politik der Bundesregierung als das kleinere Übel unterstützen. Ich meine, Aufgabe der Linken ist es, in diesen schwierigen Zeiten nicht einfach das kleinere Übel zu unterstützen, sondern nach wie vor um den richtigen Weg zu ringen, um richtigen Infektionsschutzmaßnahmen. Und es gibt einen sicheren Weg, um durch den Corona-Winter zu kommen. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal erinnern, dass die Bundeskanzlerin Angela Merkel schon im Zuge der Finanzmarktkrise Alternativlosigkeit gepredigt hat. Was aber falsch war, weil die Entscheidung, die Kosten der Finanzmarktkrise allein auf die Armen und Beschäftigten abzuwälzen, war zutiefst ideologisch. Zwar einfach, weil der Bundesregierung der Mut fehlte, die Banken und Superreichen für die Kosten der Finanzmarktkrise zur Kasse zu bitten. Und eine ähnliche Richtung zeichnet sich auch jetzt ab. Dieser Bundesregierung fehlt einfach der Mut, die Großen, die Konzerne in die Verantwortung zu nehmen für einen effektiven Infektionsschutz, um schnell und sicher durch diese Pandemie zu kommen. Wir haben bereits im Sommer Wege durch den Corona-Winter aufgezeichnet und für diese werbe ich nach wie vor. Und ich möchte das wie folgt darstellen. Wer Angst hat, dass er von der Politik, vom Staat wieder allein gelassen wird, der wird auch schwere Akzeptanz für Infektionsschutzmaßnahmen aufbringen. Und deswegen gilt, die Bundesregierung muss alle Maßnahmen nachvollziehbar begründen und vor allen Dingen muss sie die Wirksamkeit der Maßnahmen immer wieder evaluieren. Wenn sie das getan hätte, würden die Beschränkungen und Infektionsschutzmaßnahmen der Bundesregierung anders aussehen. Es ist doch auffällig, dass alle bisherigen Runden im Bundeskanzleramt sich fast ausschließlich auf das Privatleben der Menschen beschränkt haben, den Familien bis in die Wohnzimmer hinein Vorschriften gemacht haben. Kann man über alles reden, aber auffällig ist die Intensität, mit der Vorschriften im Privatleben vorgenommen werden, dass aber kaum Vorschriften für den Infektionsschutz am Arbeitsplatz gibt. Das Virus unterscheidet aber nicht zwischen Privatleben und Familienleben einerseits und Arbeitsleben auf der anderen Seite. Wir wissen, dass Frachtzentren, dass große Umschlagplätze immer wieder auch zu Hotspots geworden sind. Hier muss es sozusagen ein Nachsteuern geben und deswegen erwarten wir mehr unangekündigte Kontrollen von Infektionsschutz auch am Arbeitsplatz. Wir fordern ein Recht auf Homeoffice, dort, wo es umsetzbar und möglich ist, damit unnötiger Berufsverkehr verhindert wird. Und was dringend erforderlich ist, dass Massenunterkünfte, die immer wieder zu Hotspots werden können aufgrund der räumlichen Enge, endlich ersetzt werden durch dezentrale Unterbringung. Und die gute Nachricht ist, es gibt gerade viele leerstehende Hotels und Hostels, die einfach entsprechend Räume zur Verfügung stellen könnten. Für alle, die besonders unter den finanziellen, existenziellen Folgen der Kontaktbeschränkungen leiden, gilt, ihr seid nicht allein. Und um das zu untermauern, braucht es auch schnelle, unbürokratische Hilfen in Form von Überbrückungsgeld für Soloselbstständige, Freischaffende. Es braucht einen Corona-Zuschlag für die ärmsten Minijobberinnen und es braucht natürlich ein Kurzarbeitergeld, das deutlich höher angesetzt ist, gerade für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Die soziale Isolation ist nicht einfach das kleinere Übel, sondern es ist ein sehr hoher Preis, den wir alle zahlen müssen. Und deswegen steht die Bundesregierung in der Pflicht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen in der Wirtschaftspolitik, in der Technikentwicklung, um so viel soziales Leben wie möglich zu ermöglichen. Und dazu braucht es eben den Mut einer steuernden Wirtschaftspolitik, die die Produktion von Luftfiltern ankurbelt und deren Einsatz mit Förderprogrammen oder Leasingprogrammen für Gastronomie entsprechend auch umsetzt. Dazu gehört die Kapazität von Schnelltests nach oben zu treiben. Die Produzenten sagen, das ist durchaus möglich, wenn der politische Wille da ist. Dazu gehört, dass wir in der Digitalisierung vorankommen und dass gerade Kindern aus ärmeren Familien halt allen ein mobiles Endgerät mit einer SIM-Karte zur Verfügung gestellt wird, damit sie im Fall von temporären Schulschließungen oder Quarantäne auch weiterhin am Unterricht teilnehmen können. Und
Eins muss man ganz klar sagen, in den Altenheimen, in den Pflegeeinrichtungen ist die Isolation eine besondere menschliche Härte. Zugleich wissen wir, dass gerade die zu Pflegenden besonders gefährdet sind. Teststrategien zu entwickeln, umzusetzen, Infektionsschutz mit den Besucherinnen immer wieder durchzusprechen und umzusetzen, ist für die Pflegekräfte eine zusätzliche Belastung. Und das, wo deren Arbeitstag schon so immer am Anschlag war und sie im Stress waren. Und deswegen sagen wir, es braucht jetzt Besuchslotsen, die halt die Umsetzung von Teststrategien und Infektionsschutz mit den Besucherinnen gemeinsam gewährleisten und das Pflegepersonal entlasten. Und ganz generell zeigt uns Corona nochmal deutlich, es braucht mehr Personal in der Pflege. Deswegen müssen diese Kräfte auch besser entlohnt werden. Und für die pflegenden Angehörigen braucht es mehr Anerkennung, ich finde auch in finanzieller Form, weil die in diesen Zeiten besonders hart betroffen sind, weil auch unterstützende Angebote wie der Nachbar, der vielleicht mal einspringt, oder die Tagespflege womöglich aus Gründen des Infektionsschutzes nicht mehr geht. Und deswegen sagen wir, das Mindeste, was es braucht, ist jetzt Kurzarbeitergeld für pflegende Angehörige, die entweder ihre Arbeitsstunden reduzieren oder sogar unbezahlten Urlaub nehmen, um für ihre zu pflegenden Angehörigen da zu sein. Um es zusammenzufassen, wir als Linke sagen Nein zur Corona-Politik der Bundesregierung. Wir sagen voller Entschiedenheit Nein zur Verharmlosung der Gefahr von Corona, wie sie von Querdenken und anderen betrieben wird. Wir stehen da nicht einfach beckmesserisch am Rande, sondern wir unterbreiten Vorschlag für einen sicheren Weg durch diese Pandemie. In Südtirol ist diese Tage im zweiten Land ein Massenschnelltest durchgeführt worden. Dabei sind sehr viele Infizierte herausgefiltert worden, die jetzt sich auch in Quarantäne begeben können. Und nach der Slowakei nun Südtirol. Wir sollten uns in diesem sozusagen Beispiel, wir sollten uns von diesem Beispiel inspirieren lassen. Und ich unterbreite den folgenden Vorschlag: Auch in Deutschland sollte in einer Stadt, in einer Region pilothaft ein solcher Massenschnelltest durchgeführt werden und analysiert werden. Und dann müssen wir schauen, inwieweit Massenschnelltests auch zu einer effektiven, zeitnahen Eindämmung der Infektionszahlen führen können. Damit muss man nicht bundesweit anfangen, aber in einer Stadt und einer Region das einmal beispielhaft durchführen, um zu schauen, welchen Effekt hat das, um dann das womöglich auch in der Breite anzuwenden. Die Tage wird immer wieder die Botschaft verkündet, dass womöglich schon Ende dieses Jahres ein Impfstoff zum Einsatz kommen kann. Dazu möchte ich was aus Sicht des Einsatzes hierzulande sagen, aber auch mit Blick auf den globalen Einsatz. Was die nationale Impfstrategie anbelangt, hier gilt nach wie vor, das Gebot der Stunde lautet jetzt Transparenz. Gerade um die Akzeptanz zu erhöhen, muss die Bundesregierung hier mit größtmöglicher Transparenz vorgehen. Sie muss wissen, dass die Frage, wie der Impfstoff eingesetzt wird, wer zuerst von den Menschen, die ihn wollen, Zugang hat, ein hoch umstrittener ist. Und deswegen ist es auch eine soziale Frage, es ist auch eine Frage des Arbeitsschutzes. Und deswegen müssen Sozialverbände und Gewerkschaften in die Erarbeitung der Impfstrategie mit eingebunden werden. Und die Bundesregierung muss ihre Impfstrategie der Bevölkerung zur Transparenz und zur Diskussion stellen. Viel problematischer aber noch als das Agieren der Bundesregierung, was die nationale Impfstrategie anbelangt, ist das Agieren der Bundesregierung, wenn es um den globalen Einsatz geht. Am Wochenende haben die G20 dazu beraten. Und wenn man so die erste Nachrichtenlage sich anschaut, könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass Angela Merkel sich eingesetzt hat für die ärmeren Länder. Das ist aber mitnichten der Fall. An diesem Wochenende ist eine verheerende Weichenstellung vorgenommen worden. Und diese Weichenstellung hat zur Folge, dass es eben in den ärmeren Ländern mitnichten einen freien Zugang zu diesem Impfstoff geht. Ich will das noch mal kurz rekapitulieren, was da passiert ist. Indien und Südafrika, zwei Länder, die auch in besonderem Maße von Corona betroffen sind, haben sich dafür eingesetzt, dass es ein Ausnahmerecht gibt für Covid-19-Produkte, dass sozusagen die Patentrechte einmalig aufgehoben werden können. Dabei wurden sie von China unterstützt. Nur zur Erinnerung, bisher gilt das umstrittene TRIPS-Abkommen. Das wurde 1995 damals von Pharmakonzernen und der WTO, also der Welthandelsorganisation, durchgesetzt, was halt zur Folge hat, dass Impfstoffe und andere lebensnotwendige Medikamente mit viel zu teuren Patenten versehen werden können.
Das führt auf Seiten der Pharmakonzerne zu enormen Profiten und auf Seiten der ärmeren Länder führt es zu massiven auch Todeszahlen, weil die sich eben die entsprechenden lebensnotwendigen Medikamente oder Impfstoffe nicht leisten können. Wie hat nun die Bundesregierung agiert? Die Bundesregierung und alle EU-Mitgliedstaaten haben sich klar für die Seite der Pharmalobby eingesetzt. Sie haben nämlich das Eigentumsrecht am Impfstoff höher gewertet und höher gestellt, als dass es global einen kostengünstigen Zugang zu diesem Lebensnotwendigen gibt. Und damit haben Sie eins deutlich gesagt, Profite der Pharmalobby sind Ihnen wichtiger, als diese wichtigen Forschungsergebnisse der gesamten Menschheit zur Verfügung zu stellen. Das Einzige, was beschlossen wurde, ist, dass man auf Freiwilligkeit setzt. Wir haben aber jahrzehntelang Erfahrung mit dieser sogenannten Freiwilligkeit der Pharmakonzerne, wenn es um HIV und AIDS-Medikamente geht. Die hat oft dazu geführt, dass es massiv einfach Menschen das nicht in Anspruch nehmen konnten und es kam zu völlig vermeidbaren Toten. Also um es zusammenzufassen, das ist eine Niederlage der Weltgesundheitsorganisation gegenüber der Welthandelsorganisation. Die Industrienationen haben hier vollkommen rücksichtslos gegenüber dem globalen Süden agiert. Wir rechnen damit, dass Pharmaunternehmen wie Pfizer und BioNTech in den nächsten Monaten, in der nächsten Zeit bis zu 13 Milliarden Dollar Profite machen mit diesem Impfstoff. Es wird keinen gemeinsamen offenen Technikpool für die entsprechenden Forschungsergebnisse geben. Und das heißt auch, dass die globale Bekämpfung von Corona damit einen herben Rückschlag erhält. Und auch hier wieder, finde ich, zeichnet sich etwas aus, oder auch hier wieder wird der große Fehler der Corona-Politik dieser Bundesregierung deutlich. Die Bundesregierung hat nicht den Mut, sich mit Konzernen anzulegen. Dabei wäre es das genau notwendig, um global effektiven Infektionsschutz zu ermöglichen. Am Wochenende hat der Grüne Bundesparteitag digital stattgefunden. Ich will zu den Beschlüssen und der Kritik daran nur Folgendes sagen. Die Grünen wollen ganz offensichtlich die Merkel-Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen, soweit, so wahltaktisch. Der Glaube aber, sozialökologische Transformation wäre mit den Merkel-Erben in der Union, also mit Schwarz-Grün möglich, ist ein großer Irrglaube. All die auch teilweise positiven Beschlüsse zur sozialökologischen Transformation werden unter Schwarz-Grün auf keinen Fall kommen. Sozialökologische Transformation, das kommt nur mit Mehrheiten links der Union. Und zum Abschluss eine schöne Meldung aus Berlin. Ab heute greift der zweite Teil des Mietendeckels. Der erste Teil sah das Einfrieren der Mieten vor. Der zweite sah die Absenkung der Mieten vor, die über 20% über dem Grenzwert liegen. Und das bedeutet für mindestens 340.000 Wohnungen in Berlin, dass die Mieten deutlich gesenkt werden. Das heißt, dass sie wieder mehr Geld zum Leben haben. Und davon profitieren nicht nur die 340.000 direkt betroffenen Wohnungen, sondern davon profitiert die ganze Stadt. Denn das heißt, die Menschen haben wieder mehr Geld für das Café, für die Kneipe an der Ecke. Die Menschen haben wieder mehr Geld für den Laden an der Ecke. Und für Deutsche Wohnen und Co. bedeutet das schlichtweg weniger Profite. In Berlin ist es also gelungen, der Spekulation mit Wohnraum einen Riegel vorzuschieben. Wir als Linke sagen ganz klar, wir wollen diesen Schutz für Mieterinnen und Mieter überall dort, wo sie unter explodierenden Mieten leiden. Dieser Erfolg war nur im Zusammenspiel von couragierten sozialen Bewegungen und einer linken Landesregierung möglich. Ohne die engagierten Mieterinitiativen, ohne das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wäre dieser Fortschritt nicht möglich gewesen, aber eben auch ohne eine Linke in der Landesregierung, die dann diese wichtigen Ideen aufgreift und Druck macht, wäre das auch nicht möglich gewesen. Ein schönes Beispiel für Regieren in Bewegung. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist Raum für Fragen. Bitte schön. Claudia Kornmeier von der AfD. Hallo. Na, ich glaube, das Entscheidende ist, dass es hier eine bundesweite Verständigung gibt, weil es nützt ja nichts, wenn das nur in einem Bundesland passiert, sondern es müssten die Ergebnisse müssten für dieses Pilot, für diesen massenhaften Pilottest, die müssten ja einmal ausgewertet werden, um zu schauen, inwieweit, wenn das einen Erfolg hat und Erfolg zum, sozusagen, wenn das zu einer erfolgreichen Eindämmung der Infektionszahlen führt,
dann müsste man natürlich schauen, inwieweit man das schrittweise flächendeckend einführen kann. Und deswegen finde ich es mir wichtig, dass es hier dazu eine bundesweite Absprache gibt zwischen den Bundesländern und dem Bundesgesundheitsministerium. Genau, aber ich glaube, der allererste Schritt ist, dass es hier eine Verständigung gibt und man muss ja auch mal schauen, welche Stadt, also ich würde sagen, es muss zwei Strukturen geben, einmal eher städtischer Raum, einmal eher ländlicher Raum, wo man sich darauf verständigt, damit es danach auch eine entsprechende Wirkung hat. Also ist es jetzt zum Beispiel Berlin oder Thüringen noch nicht angedacht? Ich glaube, das steht mir nicht zu, jetzt für Regierungsländer die Pressesprecherin zu bilden, da würden die sich beschweren, aber natürlich sind wir im Gespräch. Ja, bitte, fragen Sie. Sie hatten gesagt, es gibt kaum Vorschriften an den Arbeitsplätzen. Sie haben die Fachzentren angesprochen. Was für Vorschriften würden Sie sich dort wünschen? Also, ich würde mir wünschen, dass jeweils, also es muss man ja unterschiedlich schauen, überall in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt geschaut wird, wie man Infektionsschutz verbessern kann. Das ist teilweise, kann das durch bauliche Maßnahmen passieren, in denen nochmal verstärkt Virenbarrieren zum Einsatz kommen. Ich würde sagen, im Einzelhandel funktioniert das schon sehr gut, dass es einen Schutz der Beschäftigten gibt. Das muss man in Großraumbüros, wobei bei Großraumbüros würde ich ja sagen, das kann man fast alles auf Homeoffice auslagern und eher dann über digitale Kommunikation regeln. In Frachtzentren muss man sich das genau anschauen, logistisch, wie kann man das was ist da noch besser zu machen und zu tun, um den Infektionsschutz auszuweiten. Und wir wissen zum Beispiel aus der Fleischindustrie, dass es dort immer wieder Nichteinhaltung gegeben hat, zum Beispiel durch die Unterbringung und woanders. Und ich würde mir wünschen, so wie man den Familien, also den Familien wird ja gedroht, dass im Zweifelsfall bis ins Wohnzimmer hinein kontrolliert wird, dass die Bundesregierung ein klares Signal sendet an die Industrie, dass sie immer wieder, dass sie verstärkt unangekündigte Kontrollen hinschickt, um zu schauen, inwieweit der Infektionsschutz umgesetzt wurde und inwieweit der verbessert werden kann. Und wenn offensichtlich verstoßen wird gegen Infektionsschutz, dann muss es eben auch schmerzhafte Strafen geben, um einen höheren Anreiz zu setzen, dass der Infektionsschutz auch umgesetzt wird. Also das wird jetzt aber ziemlich kleinteilig, wenn ich das aufhöre. Es beginnt damit, wo man überall Desinfektionsmittel hat. Das ist die Frage, wie machst du logistische Abläufe? Hast du die Teams eher so aufgeteilt, dass immer nur ein bestimmter Teil der Belegschaft miteinander Kontakt hat und sich gegenseitig infizieren kann? Da kann man in der Frage der baulichen Sachen, der Arbeitsabläufe ja sehr viel machen. Gestaffelte Anfangszeiten, wo es irgendwie geht. Das muss man halt immer für jede konkrete Produktionsstätte sich anschauen, wie man den Infektionsschutz da verbessern kann. Tatsache ist aber, und ich habe mir wirklich immer alle Beschlüsse dieser MPK-Runden angeschaut, die am Mittwoch ist die erste, wo seit langem mal wieder was drin steht, dass man sich auch am Arbeitsplatz darum kümmern muss. Bisher war es immer nur im Privaten, im Privaten, im Privaten. Und es ist einfach nicht nachweisbar, dass die Ansteckung nur im Privaten stattfindet. Wenn 80% der Ursachen nicht mehr nachweisbar sind, kann man davon ausgehen, dass es auch Ansteckungen in der Arbeitswelt gibt. Haben Sie... Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Bitte, fragen Sie. Also wir haben gesagt, es könnte einfach Menschen sein, die eine gewisse Ausbildung im Umgang mit Menschen haben. Das könnten auch Kräfte sein, die zum Beispiel gerade eben, weil sie in einer Theaterpädagogik tätig sind, weil sie bisher eher im Tourismusbereich tätig waren, die gerade einem faktischen Arbeitsverbot unterliegen. Die müssten dann natürlich eine gewisse Schulung durchlaufen in Fragen des Infektions- und Hygieneschutzes auf dem höchsten Stand der Erkenntnisse, was Covid-19 anbelangt. Es gibt auch Ausbildungsstellen für sogenannte Assistenzkräfte in diesem Pflegeheim. Also unsere Idee war, dass in jedem Pflegeheim mindestens eine solche Stelle geschaffen wird zusätzlich. Je nach Größe kann man das auch dann aufstocken, die halt diese Arbeit erstmal gebündelt abfedert, weil jetzt ist ja die Praxis die, dass es den Pflegekräften, die ohnehin schon eigentlich nicht wissen, wie sie durch den Arbeitstag kommen, noch zusätzlich die Aufgabe aufgeladen bekommen. Es wäre halt wichtig, jemanden zu nehmen, der einen freien Kopf dafür hat und nicht im klassischen Pflegealltag eingespannt ist. Es gibt ja außerdem in der Pandemie noch die Möglichkeit, Fragen per SMS oder E-Mail an uns zu stellen. Das hat Herr Bochow getan von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Und er fragt, was Frau Kipping über die Auseinandersetzung in der SPD-Fraktion über die Nachfolge von Herrn Oppermann denkt. Schlechtes Management,
Schwäche der Ostdeutschen wird ausgenutzt. Oh, Chaos in der Fraktion. Im Zweifelsfall alles dreist. Nein, ehrlich gesagt, das war jetzt, diese Frage stand jetzt nicht prioritär auf meinem Plan, mich mit den Innereien, personalpolitischen Innereien der SPD auseinanderzusetzen. Ich habe mir ehrlich gesagt mehr Gedanken gemacht, wie der richtige Weg aus der Krise aussieht, und bin ganz froh, dass ich diese personalpolitische Frage nicht klären muss. Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie gesund.